全てはここから始まった。悪なき闘争と反逆、血の宿命だ。私の愛する平八さんはやがて世界を戦乱に巻き込む多くの犠牲を生むでしょう。貴様は何者じゃ。我は剣を極めし者なり。全ては動き出した。もう誰も止めることはできない様が。あの時母を殺した。貴様をここで終わらせる。貴様の野望もこれで終わりじゃ。戦いとは、最後にどちらが立っているか。それだけのこと。決着をつけるとするか。Willkommen zu Tekken 7. Wir starten heute gemeinsam die Story auf dem PC, denn ich habe mir die Steam-Version gekauft. Das Ganze spielen wir natürlich mit dem Controller, mit dem Xbox-Controller. Tekken sollte man schon mit einem Controller spielen, am allerbesten natürlich mit einem Fightstick, aber ich habe gerade keinen zur Hand. Deswegen muss der Controller erstmal reichen. Was weiß ich über Tekken? Nun, Tekken 3 war mein primäres Tekken. Ich habe schon damals Tekken 2 gespielt. Tekken 1 habe ich nie gespielt. Ich habe nie Tekken 1 gespielt. Tekken 2, dann Tekken 3, und Tekken 3 ist, denke ich, immer noch das erfolgreichste Tekken aller Zeiten, denn das hat damals so gut wie jeder gespielt. Dann hatte ich Tekken Tag Tournament, ein paar andere Tekken-Teile auch noch aus der Serie, Tekken vs. Street Fighter oder Street Fighter vs. Tekken, keine Ahnung, ist auch schon wieder alles ewig lange her. Tekken 7 gehe ich jetzt mit einem sehr mageren Tekken-Wissen rein in die ganze Sache. Ich habe sogar damals die Tekken-Animes gesehen. Und der Tekken-Film, der Anime-Film, war auch sehr cool. Und ich bin gespannt, was Tekken 7 von der Story zu bieten hat. Ich habe gehört, die Story soll ziemlich brachial sein. Eine derbe Story, ein krasses Finale, sogar Shooter-Einlagen soll es geben. Hört sich auf jeden Fall alles sehr, sehr interessant an. Wir spielen das Ganze natürlich im Originalton mit deutschen Untertiteln. Das bedeutet, wenn irgendjemand Japanisch redet, dann hört man halt eine japanische Sprache. Wenn jemand Deutsch redet, denn es gibt ja auch deutsche Charaktere oder englische Charaktere.
Die reden dann Englisch oder beziehungsweise Deutsch. Wenn ihr das Ganze unterstützen wollt, dann eine Bewertung geht ganz schnell. Ohne Daumenbruch, probiert es aus. Ansonsten starten wir jetzt mit der Story. Bis gleich, ganz viele Cutscenes, richtig viele Cutscenes. Japanisches Spiel. I remember receiving my first letter from my son a few years back. Scribbled on it were the words, I love you. I was so happy, I cried. At the time, I believed that love was all anyone needed. For some years now, I've been investigating a certain father and son. And I managed to get a hold of the first letter the boy wrote to his father. It said, Father, one day, I will tear you to pieces. Okay, da bin ich. Und ich lerne gerade, wie ich meinem Vater in die Eier treten kann. Storyhilfe. Also ja, meine erste Runde. Ich habe davor nichts angespielt. Gar nichts. Gar nichts. Aber ich bin ja jetzt nicht so ganz unerfahren, was Kampfspiele angeht. Natürlich kein guter Spieler. Will ich gar nicht hier behaupten. Aber so ein bisschen was, ne? So ein kleines bisschen was kann ich schon. Beim Daddy in die Eier punchen. Das kann ich auf jeden Fall. Guck mal hier. In your nuts. Zack, zack. Du hast meine Mama getötet. Bam. Links, rechts, links, rechts. Der steckt das weg wie ein Mann, ha? Respekt. The Mishima Zaibatsu, Jin Kazama, plunged the world into war. He sent the human race to hell, all so he could save it. Fear and hatred enveloped the globe, filling it with despair. Just as Jin predicted, Earth's despair awoke Azazel, an ancient beast sealed deep underground because of its threat to humanity. Jin defeated Azazel in battle and saved the planet. But could the world really be considered saved? The war that Jin began has now evolved into a battle between the Mishima Zaibatsu and G Corporation. One which has kept the wheels of turmoil spinning day after day.
It's winner take all. And the prize is world domination. Jean, the one who started everything, has gone missing in the Middle East. His whereabouts remain unknown, but his disappearance has tipped the scales in G-Corp's favor. Area E2031 にて救難信号を受信。 国連軍のヘリからと思われます。我々が数日前まで都市を捜索していたエリアの近くです。 Increase surveillance. If a UN soldier so much as sneezes, I wanna know. 了解。近隣の街もチェックさせます。 久しぶりよのこの場所に立つ。 If there were demons in this world, what form would they take? The answer to that question still eludes me. That day, I was reporting from a battlefield, gathering news about the war to bring to the world. When I headed back to the barracks, a message was waiting for me. I was dumbstruck. How could my hometown have come under attack? When I returned, nothing was as I remembered. The roads used to be quiet, hardly a car in sight. But now, tanks and armored vehicles line the streets like an iron wall. Though it was noon, a thick fog of ash enveloped the sky in darkness. The blackened trees, the burning ground, the pungent, burnt air. The place I once called home was now just an ashen field. And streets echoed with the memories of playing children and delivery trucks. Everyone I loved had been lost to the past. That day, my old life ended, and a new one began. In my loneliness and despair, a hatred grew inside me. Who's there? What are you doing? Catch him, quick! Cheer!
だけか。わしの出迎えにしては少々物足りんの。Alter, ich liebe es. Wäre Japanisch nicht so fucking schwer, würde ich es auch lernen, denn die Sprache klingt einfach nur episch. Wird ja immer so ein bisschen mit dem Deutschen verglichen. Und zwar von der Wahrnehmung anderer Länder. Also andere Länder finden, dass Japanisch und Deutsch so ein bisschen eine Ähnlichkeit hat, vom Klang her. Weil wir beide halt sehr harte Sprachen haben. Ich persönlich finde das nicht so wahr. Ich finde immer, Deutsch ist nicht unbedingt eine harte Sprache, aber... keine Ahnung, also da finde ich Russisch, Polnisch und so, finde ich viel härter als Deutsch. Ist meine Meinung. Aber ich kann schon verstehen, Japanisch ist echt sowas, es klingt so... ah, es hat einfach was Derbes. Es ist echt eine geile Sprache. Bams! Steuerung geht richtig geil von der Hand. Macht ultra Laune hier. Geiles Tekken-Feeling. Aber in die Story muss man sich erstmal so reinfinden. So, Soldaten verkrüppelt. Ich bin zufrieden. What do you want now, Heihachi Mishima? Und jetzt gegen Nina in ihrem wunderschönen Latexanzug. Ah, ich glaube, Nina wird eine Nummer härter. Wir müssen auf jeden Fall blocken, denn Nina ist fies. Nina ist richtig fies. Riech an meinem Fuß, Nina. Riech an meinem Fuß. Alter, ich hasse diesen Konterangriff und ich hasse ihr dämlicher Move mit ihrem komischen Puder. Aber ihren Arsch, den liebe ich. Den liebe ich über alles. Komm mal her, ich will dir eine Kopfnuss geben. Der alte Onkel will dich ein bisschen kuscheln. Alles klar. Aber ich bin auch in der Steuerung von Injustice so drin. Deswegen, hier muss man schon ein bisschen taktischer spielen, denn Tekken funktioniert komplett anders. Aber eins finde ich sehr geil an dem Spiel. Und zwar die Grafik, die sieht echt geil aus, aber trotzdem haben sie so diesen Retro-Touch. Also, es sieht trotzdem irgendwie so aus wie zum Beispiel jetzt Tekken 3. Ne? Die haben immer diesen Stil bewahrt, sage ich mal. Yes! Oh, der Rücken tut weh. Aber sie raged. Haben wir einen Rage-Angriff? Rage-Art. Komm mal her. Komm mal zu mir. Weil ich glaube, der hat nicht so die Reichweite. Alter! Der Gebärmutterschlag des Todes. Das gefällt mir halt enorm an Tekken. Dass es irgendwie immer noch so ist wie früher. Auf seine Art. Na, Vorsicht, sie hat immer noch den Rage. So. Ah, 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 ah. Ja, schöner Tritt. Also man merkt schon auch hier, die KI im Story-Modus ist nicht so easy. Die kann schon was. Muss man sich schon ein bisschen reinknien. So, aber wir gewinnen das Ding. Jin が消息不明である今、三島財閥を立て直せるのは、わしを置いて他におるまい。貴様には早速働いてもらうぞ。久しぶりだな、
全世界の諸君、わしがここに映っている意味がわかるか。見よ、三島財閥は再び我が手に戻った。ということはもうわかるであろう。全世界の格闘家たちに告ぐ、ザ・キング・オブ・アイアンフィスト・トーナメントの開催をここに宣言する。Excuse me, sir. Just now, Heihachi Mishima. 知っている。Heihachi。やはり生きていたか。Why on earth would you want to hold a tournament now, like this? 説明は後じゃ。出立の準備をせい。わたわたするな。見ておれ。まもなく全ての舞台が整う。I found myself staying in a cheap hotel. Reports on the hellish war never let up. News of Heihachi's return to the Mishima Zaibatsu had sent shockwaves across the globe, and the announcement of the King of Iron Fist tournament flooded the airwaves day and night. But none of that mattered to me. From my drab room, I just stared up at the moonlit sky.Looking for a ray of hope. The concept of evil seemed so vague. Who torched my hometown? The Mishima Zaibatsu? Or was it G Corporation? With the war submerged in chaos, who could tell? In the darkness, a fellow reporter visited me and offered me a ray of hope.In the form of an expose on G Corporation. G Corp were at war with the Mishima Zaibatsu, and it appeared that they had the public on their side. People believed that the Zaibatsu had started the war, so it was only natural that they saw G Corp as their saviors. However, my reporter friend came into my hotel and,barely able to contain his excitement, presented me with the picture. It revealed G Corp's true colors, which conflicted with their public image. The picture shed light on the incident that had occurred only a few months earlier. Und direkt blocken, 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 blocken. Jack vor. Wie so ein Gorilla, oder? Der Typ ist wie so ein Affe. Auch vom Fightstil her. Also man merkt schon, das Spiel ist doch wirklich taktischer als jetzt zum Beispiel Injustice. Klar, in Injustice kann man auch viel machen und viel mit Blocken und Taktik und richtig seine Kräfte einsetzen. Aber ich finde, Tekken ist halt ein bisschen feiner. Besonders hier bei den Gegnern, Alter, die sind echt gut dabei. Ich habe keine Ahnung, wie viele hier noch kommen. Wenn er sich auflädt, dürfen wir auf keinen Fall zuschlagen. Kriegt er Energie zurück. Der Angriff hier, den hasse ich. Der ist richtig mies. Und da regnet der nächste vom Himmel. Donkey Kong. Ah ah, ah ah. Wie viele gibt es von dir? Wie viele müssen wir hier erledigen? Ich glaube, wenn er seinen Powerboost macht, am besten direkt hier versuchen, entweder zu blocken oder ihn zu crappen. Ich glaube, ein Crapper könnte da ganz gut funktionieren. Och nö, noch einer.
Ich hatte Jack Four ein bisschen größer in Erinnerung. Nice. Nice. Alter! One! Oh, der war fies. Okay, jetzt gebe ich ihm mit. So. Och nö! Noch mehr Jackies! Komm schon! Komm schon! Sehr gut! Alles klar! Ah ah! Und bleib unten! Hoyachi! Wow! 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 Nein! Alter, ist der nervig! Aber was ich halt auch ziemlich gut finde, man kommt direkt rein. Man ist direkt wieder im Tekken-Element. Auch nach 20 Jahren Pause, da kommt sie, die Kopfnuss. Man ist trotzdem irgendwie wieder direkt drin. Komm. Bam. Respekt. In Jackie Nummer 3. Fick dich, G-Corp, ganz ehrlich. Warum bekomme ich hier keinen Rage? Puh! So. Das war eine Kopfnuss. Alter, was hat Jackie für eine Reichweite? Nein, 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 nein. Mach jetzt keine Fehler. Oh, das wird eng, aber wir können es noch gewinnen. Wir dürfen nur keinen Scheiß jetzt machen. Ich muss aus der Ecke raus. Dieser Affe, ey. Das war knapp. Ja, 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 ja. Komm, 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 komm. Lieber kontern, lieber kontern. Hui. So, und hier machen wir einen Break. Wie es weitergeht in der nächsten Folge, wenn ihr noch eine Folge sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Wie immer, danke fürs Zusehen, danke für den Support. Ich persönlich finde es ziemlich geil. Bis zum nächsten Mal vielleicht und tschüss!